Ich habe in den letzten Wochen die neue Garmin Forerunner 255 getestet. Der Vorgänger dieser Uhr, die Forerunner 245, war extrem beliebt, denn für viele hat sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geboten. Da diese Uhr mit unter 300 Euro auch wirklich eine sehr hohe Funktionsvielfalt geboten hat, kann man das durchaus verstehen. Umso gespannter war nun also auch ich auf die Veröffentlichung der neuen Forerunner 255. Diese habe ich in den letzten Wochen gleichzeitig mit der Forerunner 955, die ebenfalls vor kurzem rauskam, rund um die Uhr getragen und sie auf Herz und Nieren getestet. In diesem Video erfährst du alles, was du wissen musst. Wir sprechen über alle Vor- und Nachteile, wie die Uhr sich in verschiedenen Sportarten schlägt, für wen die Uhr die richtige Wahl ist und vieles, vieles mehr. Viel Spaß! Die Forerunner 245 gab es in zwei verschiedenen Versionen, einer Standardversion und einer Musikversion, die ich nach wie vor hier bei mir zu Hause habe und auch regelmäßig nutze. Die Forerunner 255 gibt es nun allerdings in vier verschiedenen Versionen, nämlich ebenfalls jeweils einer Musik- und einer Standardversion, aber es gibt nun auch zwei verschiedene Größen. Die 245 hatte einen Gehäusedurchmesser von 42,3 mm, die 255 gibt es nun in einer Version mit 41 mm, also minimal kleiner, und in einer Version mit 46 mm, also ein gutes Stück größer. In dieser Variante ist sie tatsächlich sogar fast so groß wie die Forerunner 955 und auch wie die Fenix 7. Ich selber habe mich jetzt auch für die größere Version entschieden und hier siehst du mal, wie sich dieser Größenunterschied zur Forerunner 245 widerspiegelt. Viele Leute werden sich aber sicher auch für die kleinere Version entscheiden. Die Wahl der Größe hat dabei übrigens keinen Einfluss auf den Preis. Dieser wird lediglich durch die Wahl der Musik- oder Nicht-Musik-Version beeinflusst. Die Musikvariante kostet derzeit 399 Euro und die Nicht-Musik-Variante kostet 349 Euro. In der Musikversion kannst du Musik direkt auf die Uhr laden und dann auch ohne dein Smartphone dabei haben zu müssen Musik hören, indem du Bluetooth-Kopfhörer verbindest. Dafür kannst du die beliebtesten Musikstreaming-Dienste wie Spotify, Deezer und Amazon Music nutzen. In der Nicht-Musik-Version kannst du zwar keine Songs downloaden, aber du kannst auch hier die Musik deines Smartphones steuern. Rein optisch ist auch die Forerunner 255 wieder eine typische Forerunner, das heißt, sie besteht vollständig aus Plastik. Dadurch hat diese Uhr den für viele Menschen entscheidenden Vorteil, dass sie wirklich sehr, sehr leicht ist. In der größeren Version wiegt die Uhr 49 Gramm und in der kleineren gerade einmal 39 Gramm. Zum Vergleich, die Fenix 7 wiegt in der Standardversion 79 Gramm. Typisch für die Forerunner-Serie ist ebenfalls das transflektive Display. Die Serie richtet sich nämlich speziell an Sportler und die meisten Sportler bevorzugen ein solches Display. In Innenräumen ist es nämlich zwar nicht ganz so hell, farbenfroh und kontrastreich wie ein AMOLED-Display, dafür ist es aber draußen in der Sonne extrem gut abzulesen. Außerdem, was ein weiterer Riesenvorteil dieser Displays ist, sie sind sehr akkuschonend. In der größeren Version hält die Forerunner 255 daher bis zu 14 Tage und im GPS-Modus bis zu 30 Stunden. Hier habe ich dir mal eine kleine Zusammenfassung erstellt, wie die Forerunner 255S, die Forerunner 255 sowie auch der Vorgänger, die Forerunner 245, unter verschiedenen Rahmenbedingungen performen. Bei mir persönlich hält die Forerunner 255 Music auf jeden Fall locker 10 Tage, womit ich absolut zufrieden bin. Eine Solarfunktion, wie sie es bei der neuen Forerunner 955 gibt, gibt es hier allerdings nicht. Was es ebenso nicht gibt, ist ein Touch-Display. Auch das gibt es bei der neuen Forerunner 955, zumindest als zusätzliche Option neben den Knöpfen. Bei der Forerunner 255 läuft die Bedienung aber weiterhin nur über die Knöpfe. Dazu muss man allerdings sagen, dass die allermeisten Sportler, mich eingeschlossen, beim Sport die Knopfbedienung bevorzugen, denn schwitzige Hände und Touch-Displays sind einfach keine guten Freunde. Der wirkliche Nutzen der Touch-Funktion bei der Forerunner 955 zeigte sich beim Nutzen der topografischen Karten. Diese gibt es allerdings bei der Forerunner 255 nicht, daher habe ich im Rahmen meines Tests eigentlich zu keinem Zeitpunkt einen Touch-Display vermisst. Wie bereits gesagt, ist die Forerunner 255 wirklich eine ganz klassische Sportuhr. Der Fokus liegt hier also auf den Sport-, Fitness- und Gesundheitsfunktionen. Und hier gab es auch wirklich ein großes Update zur Forerunner 245. Zunächst einmal gibt es hier ein neues Feature namens HFV-Status. Das steht für Herzfrequenzvariabilität und dieser Wert hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dabei geht es im Prinzip um die Schwankungen zwischen deinen Herzschlägen bzw. deren Regelmäßigkeit. Das ist wiederum ein wichtiges Maß für dein Stresslevel, deine Ermüdung und generell deinen Gesundheitszustand.
Ich selber habe jetzt hier übrigens noch keinen HFV-Status, da man die Uhr dafür über 3 Wochen lang jede Nacht tragen muss. Ich selber trage die Uhr jedoch jetzt erst rund 2,5 Wochen. Normalerweise liegt dieser HFV-Status aber in verschiedenen Bereichen. Wenn er im grünen Bereich liegt, dann ist das natürlich ein gutes Zeichen. Liegt er allerdings im orangenen oder roten Bereich, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass du nach vielen intensiven Trainingseinheiten in letzter Zeit sehr erschöpft bist oder dass du generell aktuell viel Stress hast. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal im Auge zu behalten. Zudem siehst du in diesem Widget auch deine Herzfrequenzvariabilität während der letzten Nacht, inklusive des durchschnittlichen und maximalen Werts, sowie auch den Trend über die letzten 7 Tage. Die HFV-Werte spielen dann aber vor allem auch noch eine wichtige Rolle, wenn es um deinen Trainingsstatus geht. Auch hier hat Garmin nämlich ein komplett überarbeitetes, neues Widget herausgebracht. Der Trainingsstatus zeigt dir, inwiefern dein aktuelles Training deinen Fitnessstand beeinflusst, also ob du dich jetzt verbesserst, verschlechterst oder deinen aktuellen Stand beibehältst. In diesen Status spielen nun noch mehr Faktoren ein, allen voran der VO2max-Wert und die akute Trainingsbelastung, aber eben auch der HFV-Status. Aber es gibt auch noch einige weitere Faktoren und für jeden dieser Faktoren siehst du, wie du dort aktuell abschneidest und welchen Einfluss sie auf deinen Trainingsstatus haben. Bei der akuten Belastung hast du jetzt außerdem eine neue Ansicht, bei der du einen grünen Bereich siehst und dann für die letzten 7 Tage, ob deine Belastungssteuerung optimal war oder zu viel oder zu wenig. Was den auch eben angesprochenen VO2max-Wert angeht, das ist ein Wert für deine maximale Sauerstoffkapazität bzw. einfacher gesagt für deine maximale Leistungsfähigkeit. Diesen Wert gab es auch bereits bei der V100 245, jetzt gibt es aber 2 separate Werte, einen VO2max-Wert speziell für das Laufen und einen für das Radfahren. Ebenfalls neu ist auch der Morgenbericht. Hierbei erhältst du direkt am Morgen nach dem Aufwachen die wichtigsten Daten für den Tag. Dazu gehören zum Beispiel die Wetterinfos, dein heutiger Trainingsvorschlag, deine Schlafinfos, dein HFV-Status und so weiter. Das ist ein, wie ich finde, durchaus sinnvolles Feature, denn damit muss man morgens nicht immer durch alle Widgets scrollen, um die wichtigsten Gesundheitsinfos zu finden, sondern hat alles gebündelt in einem Widget. Was die generellen Daten und Statistiken angeht, die so rund um die Uhr getrackt werden, hier hast du natürlich weiterhin so Klassiker wie deine Herzfrequenz, die Schritte, Kalorien und vieles mehr. Neu ist nun allerdings, dass nun auch Etagen gezählt werden. Die V100 255 hat nämlich nun im Gegensatz zu ihrem Vorgänger auch einen Höhenmesser verbaut. Dadurch können bei deinen Sporteinheiten auch die Höhenmeter berechnet werden. Und der Höhenmesser wird auch noch für die Messung der Laufleistung verwendet, dazu gleich auch noch mehr. Basierend auf all diesen Daten zu deinem Fitness-, Trainings- und Gesundheitszustand gibt dir die V100 255 dann auch noch eine Prognose ab, wie schnell du aktuell beim Laufen auf der 5 km, 10 km, Halbmarathon- und Marathonstrecke wärst. Und in diesem Zusammenhang muss ich auf jeden Fall auch noch das neue Wettkampf-Widget erwähnen. Du kannst nämlich über die App einen Wettkampf erstellen. Nehmen wir mal an, in 2 Wochen steht für dich ein Halbmarathon an. Dann kannst du diesen in der App erstellen, inklusive all der wichtigen Infos, wie der Distanz, der genauen Strecke, dem Ort und so weiter. Auf der Uhr wird dir dann ein Countdown angezeigt, wann dieser Wettkampf ansteht. Du siehst die Wetterprognose für diesen Tag, genauso wie Garmins aktuelle Prognose, wie du bei diesem Wettkampf performen wirst. Dabei erstellt Garmin übrigens Prognosen für alle möglichen Distanzen, also nicht nur die klassischen 5 km, 10 km und so weiter. Auch sehr cool ist, dass sogar deine Trainingsvorschläge auf dieses Event abgeschnitten werden, sodass du optimal vorbereitet in den Wettkampf gehst. Okay, das waren jetzt erstmal sehr viele Infos auf einmal. Hier im Bereich der Sport- und Fitness-Widgets gibt es im Vergleich zur V100 245 wirklich ein extrem großes Update und die Funktionsvielfalt ist hier für eine Uhr für unter 400 Euro schon wirklich beeindruckend. Also gut, schauen wir uns als nächstes nochmal konkret den Trainingsmodus an. Und hier gibt es direkt mal das nächste wichtige Update. Natürlich gibt es hier auch wieder verschiedene Profile zum Laufen und Radfahren für den Outdoor- und Indoor-Bereich, aber es gibt nun auch einen Freiwassermodus und vor allem gibt es einen Triathlon-Modus. Diesen gab es vorher nur bei der V100 745 oder der 945, nicht aber beim direkten Vorgänger der 245. Die V100 255 kann nun also auch von Triathleten genutzt werden, was schon mal sehr, sehr erfreulich ist. Aufgrund des neuen barometrischen Höhenmessers gibt es nun außerdem auch zusätzliche Profile für das Treppensteigen, Skifahren und Snowboarden. Und wie bereits gesagt, der Höhenmesser erlaubt auch eine weitere Funktion, und zwar die Messung der Laufleistung. Diese war bei anderen Garmin-Uhren bereits vorher möglich, nun auch bei der V100 255.
Dazu gibt es ein eigenes extra Widget auf der Uhr. Dazu muss man sagen, dass es hier anders als bei einigen Uhren von Polar oder Coros nicht möglich ist, die Laufleistung direkt am Handgelenk zu messen. Dafür sind nämlich hier weiterhin externe Sensoren wie der Running Dynamics Pod oder der HRM Pro Brustgurt nötig. Der Stride Pod ist leider mit dem vorinstallierten Widget nicht kompatibel, doch hierfür kann man eine Zusatz-App aus dem Connect IQ Store laden. Mit diesen externen Sensoren ist dann während des Trainings auch die Berechnung der Laufeffizienz möglich. Das sind dann solche wirklich sehr fortgeschrittenen Statistiken wie die Bodenkontaktzeit oder die vertikale Bewegung beim Laufen. Eine weitere Funktion, die wir aber auch schon von der V1245 kennen, ist die Pace Pro Funktion. Dabei kann Garmin die Streckenprofile deiner Strecken analysieren und dafür passende Laufstrategien entwickeln. In steileren Abschnitten zum Beispiel rät dir die Uhr dann dazu, vielleicht etwas langsamer zu laufen. Du kannst aber auch selber Strategien entwickeln, zum Beispiel um dir bei längeren Wettkämpfen deine Kräfte besser einzuteilen. Außerdem gibt es im Trainingsmodus auch noch ein paar wichtige Sicherheitsfunktionen. Zunächst einmal kannst du mit der Live-Track-Funktion deinen Standort in Echtzeit an voreingestellte Kontakte schicken. Diese können dann jederzeit sehen, wo du dich gerade befindest. Die Uhr kann dann auch automatisch Unfälle erkennen und würde in diesem Fall eine Notfallbenachrichtigung an deine Kontakte senden. Du kannst aber auch von dir aus manuell einen Notfall melden. Unterm Strich ist auch im Trainingsmodus, ähnlich wie bei den ganzen Fitness- und Gesundheitsfunktionen, so gut wie alles möglich und auch sehr fortgeschrittene, ambitionierte Sportler werden hier sicherlich auf ihre Kosten kommen. Kommen wir dann als nächstes zu den GPS-Funktionen. Einer der größten Unterschiede zur teureren V-Runner 955 ist, dass du hier keine topografischen Karten auf der Uhr hast. Du kannst dir zwar auch Strecken auf die Uhr laden und dich navigieren lassen, allerdings nur mit einer sehr schlichten Navigation ohne viele Details. Daneben gibt es auch noch eine Back-to-Start-Funktion, die aber ebenfalls nur mit einem einfachen Richtungspfeil funktioniert. Eine neue Navigationsfunktion ist dagegen die Up-Ahead-Funktion. Dabei kannst du im Vorfeld Strecken erstellen und dabei bestimmte Wegpunkte hinzufügen, also den nächsten Imbiss, Tankstellen, Erste-Hilfe-Stationen und so weiter. Beim Absolvieren dieser Strecke zeigt dir die V-Runner 255 dann an, wie weit es noch zu diesen Wegpunkten ist. Außerdem gibt es noch ein weiteres sehr großes Update zur V-Runner 245, und zwar, dass du hier jetzt Multiband-GPS hast. Das haben wir erstmals mit der Fenix 7 und der Epix 2 gesehen und nun eben auch mit der V-Runner 955 und eben auch mit der V-Runner 255. Multiband bedeutet, dass die Uhr auf verschiedene Navigationssysteme wie GPS, GLONASS und Galileo gleichzeitig zurückgreifen kann und dabei verschiedene Frequenzen der jeweiligen Satelliten gleichzeitig abrufen kann. Das ist ganz einfach nochmal deutlich genauer als das normale GPS. Dazu hatte ich ja bereits in meinen Videos zur Fenix 7 und zur Epix 2 Praxistests gemacht und diesen wollte ich jetzt auch nochmal für die V-Runner 255 wiederholen. Dabei war ich dieses Mal mit der V-Runner 255 mit eingestellter Multiband-Funktion sowie mit der V-Runner 955 mit normalem GPS im Wald und bin dort auf engen Waldwegen den exakt gleichen Weg hin und zurück gelaufen. Dieses Mal konnte ich dabei aber keine wirklich nennenswerten Unterschiede feststellen. Ja, das Multiband war sehr genau, aber auch die V-Runner 955 ohne die Multiband-Funktion hat die Strecke sehr gut aufgezeichnet. Die GPS, GLONASS und Galileo-Funktionen scheinen also mittlerweile ebenfalls sehr ausgereift zu sein. Als weiteren Test war ich auch hier wieder beim Sportplatz und bin dort exakt 2000 Meter gelaufen. Die V-Runner 255 mit Multiband hat auch genau 2000 Meter aufgezeichnet. Bei der V-Runner 955 ohne die Multiband-Funktion waren es 2050 Meter. Das entspricht einer Abweichung von 2,5%, was immer noch sehr gut ist, aber eben nicht so genau wie das Multiband. Aber ganz ehrlich, ich persönlich würde dir sogar eher dazu raten, das normale GPS bzw. GPS, GLONASS und Galileo zu verwenden, denn die Multiband-Funktion geht auch stark zulasten des Akkus und ist, vielleicht unter extrem schwierigen Bedingungen mal besser als die normalen GPS-Einstellungen, in den meisten Fällen gibt es hier aber nur sehr kleine Unterschiede. Wo wir gerade schon mal über ein paar meiner Praxistests gesprochen haben, sprechen wir doch direkt auch nochmal über den für viele wohl wichtigsten Praxistest, nämlich den zur Genauigkeit der Pulsmessung. Im Vergleich zur V-Runner 245 ist jetzt hier ein neuer Pulssensor verbaut, und zwar der Elevate-Sensor der vierten Generation, der auch schon bei der Fenix 7, der Epix, der Venue 2 Plus und im Prinzip allen neuen Garmin-Uhren zum Einsatz kam. Bei all diesen Uhren konnte ich hiermit auch gute Ergebnisse erzielen. Um das auch bei der V-Runner 255 zu testen, habe ich es wie immer so gemacht, dass ich meine Sporteinheiten mit der Uhr und mit einem Brustgurt aufgezeichnet habe und die Daten dann miteinander verglichen habe.
Hier siehst du die Ergebnisse für das Laufen. Und das sind auch tatsächlich somit die besten Ergebnisse, die ich überhaupt bisher gesehen habe. Sehr stark ist vor allem der Anfangspart, wo mein Puls schnell in die Höhe geschossen ist. Hier kam die Uhr nämlich wirklich perfekt mit dem Brustgurt mit. Auch sonst gibt es keine nennenswerten Unterschiede, höchstens mal eine Schwankung von 2-3 Herzschlägen. Auch die durchschnittliche Herzfrequenz war sowohl laut Forerunner 255 als auch laut Brustgurt bei exakt 169. Noch beeindruckender war es dann allerdings beim Krafttraining. Hier erhält man ja eigentlich nie so wirklich sinnvolle Ergebnisse. Auch dieses Ergebnis ist jetzt auf jeden Fall nicht perfekt, aber es ist nach der Apple Watch das bisher beste Ergebnis, was ich bisher gesehen habe. Am Anfang gab es 2-3 Pulsanstiege, bei denen die Forerunner 255 nicht so gut hinterherkam, aber ansonsten sieht das doch echt nicht schlecht aus. Die maximale Herzfrequenz, die laut Brustgurt bei 161 lag, wurde nicht wirklich erkannt und lag laut Uhr daher bei 149, aber die durchschnittliche Herzfrequenz weicht nur um einen Schlag ab. Mit diesem Ergebnis bin ich insgesamt also sehr zufrieden. Okay, aber für wen ist die neue Forerunner 255 denn jetzt die richtige Wahl? Diese Uhr bietet in meinen Augen ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis, welches natürlich vor allem auf Sportler zugeschnitten ist. Besonders die sehr hohe Vielzahl an Sport-, Fitness- und Gesundheitsfunktionen sollten auch die sehr ambitionierten Sportler zufriedenstellen. Vor allem auch im Vergleich zum Vorgänger der Forerunner 245 gab es hier wirklich ein sehr großes Update. Wenn du auf einen Touch-Display, eine Solarfunktion sowie auch topografische Karten, so wie sie bei der Forerunner 955 zum Einsatz kommen, verzichten kannst, dann hast du ja alles, was das Sportlerherz begehrt, für einen in meinen Augen mehr als fairen Preis von unter 400 Euro. Lass mich aber gerne selber wissen, was du von der Forerunner 255 hältst. Ich werde übrigens auch noch einen detaillierten Testbericht zur Forerunner 955 sowie auch ein Vergleichsvideo zwischen diesen beiden Uhren hier veröffentlichen, wo ich dann nochmal über alle Unterschiede spreche. Du solltest also definitiv diesen Kanal abonnieren, um dieses, aber auch viele weitere Videos nicht zu verpassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du meinen Kanal außerdem sehr unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt. Und falls du dir diese Uhr nochmal anschauen willst, dann habe ich dir auch noch einen Link dazu in der Videobeschreibung hinterlassen. Wenn du die Uhr kaufen willst und das über meinen Link tust, würdest du damit ebenfalls meinen Kanal sehr unterstützen, ohne dass es dich dabei auch nur einen Cent mehr kostet. Aber gut, erstmal jetzt vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast und bis zum nächsten Mal.